der nächste wäre dann der Fabian Sigismund und der war früher mal beim Bund. Das reimt sich ja und was sich reimt ist... Nur lang nicht gut. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ich glaube, wenn ihr dieses Video seht, wisst ihr es schon. Mein Name ist Fabian Sigismund und ich bin seit 20 Jahren professioneller Gamer. Denn am 1. April 2004 habe ich als Redakteur bei der GameStar angefangen und habe bis heute nicht aufgehört, mit Computerspielen zu arbeiten. In diesen zwei Jahrzehnten hat sich wahnsinnig viel getan. Ich habe die Welt bereist, um auf anderen Kontinenten zu zocken. Ich habe alberne Videos gemacht, bevor es überhaupt YouTube gab. Ich habe bei albernen Videos tolle Leute kennengelernt. Und ich habe mit tollen Leuten und albernen Videos Preise gewonnen. Manchmal habe ich sogar alberne Dinge im Fernsehen gemacht. Irgendwann habe ich das nicht mehr nur für andere, sondern auch auf meinem eigenen Kanal getan. Und selbst der ist mittlerweile schon 10 Jahre alt. Und auch ich bin ein bisschen älter geworden. Anlässlich meines 20-jährigen Jubiläums möchte ich also auf diese wilden Jahre zurückblicken. Und weil das nicht alles in ein Video passt, mache ich eine ganze Reihe draus. 20 Jahre verspielt, vom abgebrochenen Jurastudenten zum Vollzeitzocker. In jeder Folge geht es dabei um einen Abschnitt meines Gamerlebens und ihr seid herzlich eingeladen, mir dazu Fragen zu stellen, die ich dann in den nächsten Folgen beantworte. Weil das eine chronologische Serie wird, fangen wir mal ganz vorne an. Und zwar, warum ich schuld bin, dass es in deutschen Versionen oft keine Leichen-Ragdolls gibt. Bevor es losgeht, könnt ihr mir einen Gefallen tun, denn wie der Zufall es will, bin ich gerade jetzt nominiert worden für den Deutschen Computerspielpreis als Spieler des Jahres, weil ich eben all das hier seit 20 Jahren mache. Und der wird verliehen am 18.04. in München, also sprich genau in der Stadt, in der ich vor fast genau 20 Jahren mit all dem hier angefangen habe. Deshalb würde mir das viel bedeuten, wenn ich diesen Preis gewinne, denn das fühlt sich dann so ein bisschen an, wirklich wie Preis fürs Lebenswerk, auch wenn ich noch lange nicht tot bin, aber das fände ich eben wirklich ganz toll. Und es ist ein Publikumspreis, das heißt, ihr bestimmt mit, ob ich den jetzt gewinne oder nicht. Das heißt, ihr könnt mal unter dem Video schauen, da habe ich euch einen Link hingepackt, da könnt ihr euch anmelden, beziehungsweise da könnt ihr für mich voten. Groß anmelden müsst ihr nicht, ihr müsst euren Namen und E-Mail-Adresse angeben. Und dann kriegt ihr an diese E-Mail-Adresse, wenn ihr denn vielleicht für mich gestimmt habt, kriegt ihr eine Bestätigungsmail, da müsst ihr kurz draufklicken und sagen, ja, ich bin's, ich bin kein Bot. Und dann zählt da eure Stimme. Und das würde mich, wie gesagt, sehr freuen. Denn was wäre das für eine Krönung, genau auch für dieses Video jetzt hier? Denn tatsächlich werde ich seit 20 Jahren regelmäßig gefragt, wie wird man denn das, was du da gerade bist? Also als ich bei der GameStar war, bin ich gefragt worden, wie wird man GameStar-Redakteur? Als ich YouTuber geworden bin, wurde ich gefragt, wie wird man YouTuber? Als ich Streamer geworden bin, bin ich gefragt worden, wie streamt man denn? Und bei mir ging das alles ganz komisch los. Ich spiele wirklich schon mein ganzes Leben Computer und ich bin schon relativ alt. Also ich bin Jahrgang 75. Ich habe da angefangen mit dem Atari VCS, hieß der, glaube ich, und dann C64 und Atari ST, weil ich keinen Amiga bekommen habe und dann irgendwann PC und so weiter. Und ich wusste irgendwie immer schon ab einem bestimmten Punkt zumindest, dass ich schon mal gerne was mit Computerspielen machen wollen würde. Das war natürlich in den 80er, 90ern war das gar kein Thema. Also es gab gar keinen Weg, da irgendwie hinzukommen. Und das war natürlich alles noch mega nischig. Also habe ich, wie meine älteren Geschwister auch, Jura studiert. Mein Vater ist Jurist mit Leib und Seele. Er hat uns natürlich alle beeinflusst und tatsächlich bis heute finde ich auch dieses juristische Denken sehr spannend, ne? Dieses analytische und Sachen begutachten und so auch, möchte ich sagen, emotionslos, aber wirklich nüchtern und trocken auf Fakten drauf gucken und die dann bearbeiten. Das hat mir also großen Spaß gemacht und das Studium hat mir in dem Sinne auch Spaß gemacht. Ich habe also 95 habe ich Abi gemacht, dann war ich 2 Jahre bei der Bundeswehr. Und dann bin ich eben nach Bonn gegangen, um da Jura zu studieren. Und ich fand das schon alles sehr spannend. Aber ich merkte, es ist auch nicht so meine Art Studium, nämlich immer alles auswendig lernen und dann nach 5, 6 Jahren alles auf den Punkt wissen, sondern ich habe halt ziemlich viel rumgepimmelt und ziemlich viel Computer gespielt. Meine Hoffnung war aber natürlich, dann irgendwann auch irgendwas mit Computerspielen machen zu können, auch wenn es, wie gesagt, noch gar keinen Weg einen vorgefertigten in die Richtung damals gab. Ich habe mich, weil es nichts anderes gab, tatsächlich für Informatik parallel auch noch eingeschrieben, weil ich dachte, naja, dann kannst du irgendwann mal sagen, du hast mal was mit Computern gemacht. Ich war nicht einmal in irgendeiner Informatikvorlesung, aber ich wusste gut, es steht dann im Lebenslauf und sollte ich irgendwann mal wirklich das Glück haben, irgendwie einen Weg in diese Branche, die noch ganz klein war,
zu finden, dann ist das vielleicht nicht verkehrt. Jetzt begab es sich aber, dass ich ein Praktikum machen musste im Rahmen meines Studiums. Da musste man eben auch ein Verwaltungspraktikum machen, so hieß es. Das heißt, ein Praktikum bei irgendeiner Behörde. Die meisten haben das dann eben gemacht bei einer Staatsanwaltschaft oder bei der Polizei oder bei irgendeinem Gericht. Irgendwas, wo man denkt, wer hat denn, welche Behörde hat was mit Gesetzen und Gedöns zu tun? Wenn du ganz verzweifelt bist du wahrscheinlich zum Finanzamt gegangen oder so. Keine Ahnung. Ich dachte dann nur, Moment, welches ist denn nochmal diese Behörde, die auch was mit Computerspielen macht? Das ist doch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. So hieß sie damals noch. Kann ich nicht da ein Praktikum machen? Also habe ich da mal gefragt. Zugegebenermaßen, da hat mir mein Vater ein bisschen geholfen. Der war damals beim Justizministerium. Also hat er da mal angerufen und gesagt, ist der Vater Siegesmund? Ich habe einen Sohn, der kann gut Computerspiele spielen. Kann der bei euch was machen? Und dann haben die gesagt, weil ich war, glaube ich, auch der erste Jurastudent, der sich jemals bei denen um ein Praktikum bemüht hat. Da habe ich gesagt, ja, okay, komm halt vorbei. Bin ich vorbeigekommen, habe gleich im ersten Gespräch gesagt, ich glaube, ich musste mich noch nicht mal groß vorstellen. Es hieß einfach, du machst da jetzt das Praktikum. Ich glaube, das ging auch eigentlich nur 4 Wochen. Oder 8 Wochen? Ich glaube, nur 4 Wochen. So, bin ich hin, habe gesagt, guten Tag, bin der Siegesmund, der Sohn von dem anderen, der eben angerufen hat. Ich kann Computerspiele. Und wenn ihr macht doch auch was mit Computerspielen. Und ich weiß, ihr macht auch ganz viel anderes. Aber Computerspiele, da kenne ich mich aus. Wer jetzt spontan nicht weiß, was die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften oder heute jugendgefährdende Medien ist, die haben damals wie heute den sogenannten Index verwaltet. Also die Liste der indizierten Medien, sprich derer, die gewaltverherrlichen oder jugendgefährdend eben sind oder damals waren. Das betraf und betrifft eben vor allem Medien, die nicht irgendwie anders schon geprüft werden. Also Filme wurden damals wie heute von der FSK geprüft. Das heißt, die FSK hat gesagt, dieser Film ist ab 12, ab 16 und so weiter. Und dann waren die safe, aber alles, was eben nicht geprüft worden ist, landete mit ein bisschen Pech bei der Bundesprüfstelle und dann hat die sich das angeguckt. Und wenn die dann eben zu dem Ergebnis gekommen sind, dieses Spiel oder dieser Film ist jugendgefährdend in irgendeiner Form, dann haben die gesagt, das kommt jetzt auf die schwarze Liste, auf diesen Index eben. Der Index selbst, der war und ist, glaube ich, auch bis heute nicht öffentlich, weil man gesagt hat, ja, wir wollen ja nicht, dass dann irgendwelche Kids hingehen und dann einfach den Index durchgehen und alles kaufen, was da drauf steht oder sich alles aus dem Internet ziehen. Gut, damals gab es in dem Sinne noch kein Internet, aber ne, ihr wisst schon, diese Kinder. Und Schriften in dem Sinne war halt auch alles. Also Filme, Platten, Internetseiten, als es dann irgendwann das Internet gab. Also man kannte die BPJS, wie sie damals hieß, in erster Linie zum Beispiel auch von den Ärzten, also von der Band Die Ärzte. Also die BPJS hat damals regelmäßig Songs von den Ärzten auf den Index gesetzt. Also irgendwie Claudia hat einen Schäferhund oder Geschwisterliebe und so, weil es dann halt um Inzest ging oder Sodomie und so. Und da hat man gesagt, das ist jugendgefährdend, das kommt auf die Liste. Und auf der Liste sein bedeutete damals wie heute, dass du nicht mehr in der Öffentlichkeit abgespielt werden darfst und auch nicht beworben werden darfst. Also es hieß dann immer, das kannst du unter der Ladentheke an Erwachsene verkaufen, aber da hast eben kein Plakat aufhängen und sagen, hier die neue Ärzteplatte oder hier das neue Computerspiel oder neue Film oder was. Nun saß ich also da und habe gesagt, ich kann Computerspiele und die haben gesagt, Halleluja, endlich jemand. Denn tatsächlich taten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bundesprüfstelle sich bis dahin ziemlich schwer mit Computerspielen. Ja, es waren halt alles Damen und Herren mittleren Alters. Für die waren Computer und Computerspiele was ganz Neues. Irene Brockhaus-Dreetz und Elke Munzen-Engberding kämpfen längst an neuen Fronten. Mit dem Joystick in der Hand erfüllen sie ihre Mission im Auftrag des Bundesfamilienministeriums. Der Gegner tritt an mit schwerem Geschütz. Wo ist denn hier meine... Ich habe überhaupt keine Möglichkeit zu schießen. Wieso funktioniert das denn bei mir nicht? Ich schieße doch wie verrückt. Frau Monsen, da haben Sie mir aber was angedreht an Waffe. Nicht alle haben den Kugel, also die falsche. Das Problem ist, dass wir den Auftrag haben, wenn wir Computerspiele indizieren, sie bis zu Ende durchzuspielen. Und wir müssen dann ja mal irgendwann in das Ergebnis der Mission kommen. Und das schaffen wir einfach nicht. Nach Stunden vergeblicher Mühen geben Irene Brockhaus-Dreetz und Elke Monsen-Engberding entkräftet auf. Die Prüfer können nicht prüfen, weil sie das Spiel nicht verstehen. Ein Experte muss ran, ein Jugendlicher natürlich.
und unter den prüfenden Augen zahlreicher Mitarbeiter der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften zeigt der Minderjährige den Prüfern, wie das jugendgefährdende Spiel funktioniert. Also hatten die in der Vergangenheit damit Probleme und jetzt eben nicht mehr, weil sie gesagt haben, geil, jetzt haben wir da einen Praktikanten, der kann das alles. Und das war natürlich für mich auch super, weil ich dann gar nichts mit dem anderen Schmonz zu tun hatte, den die Bundesprüfstelle da bearbeiten musste. Also die haben natürlich auch irgendwelche, wie gesagt, Sexseiten im Internet oder irgendwelche Gewaltseiten im Internet geprüft. Teilweise hat das auch so ein bisschen, war das ein bisschen eine quatschige Arbeit, denn wir haben dann teilweise, oder die Kolleginnen und Kollegen damals, teilweise halt irgendwelche Sexseiten aus Brasilien indiziert oder irgendwelche Gewaltseiten in den USA, jetzt ohne irgendwelche Titel zu nennen, weil man die eben dann, wenn die immer noch auf der Liste sind, auch nicht offen, wie in dem Fall jetzt hier, bewerben darf oder besprechen darf. Ja, es sei denn, es ist im Rahmen von Kunst und Geschichte. Und was ich hier mache, ist ja offensichtlich Geschichtsunterricht. Insofern darf ich das vielleicht sogar, weil muss ja nicht sein. So. Und das war natürlich oft Quatsch, wenn also da irgendwie ein amerikanischer Betreiber saß und dann kriegte der Post von irgendeiner komischen deutschen Behörde, wo drin stand, ihre Seite ist jetzt in Deutschland jugendgefährdend, bitte nicht mehr machen. Ja, damit hatte ich dann also gar nichts zu tun. Ich war voll und ganz für die Computerspiele da. Jetzt war das aber dann auch nicht so sexy, wie man sich das im ersten Moment vielleicht vorstellen möchte. Denn es war damals so, dass die Bundesprüfstelle nur auf Antrag tätig werden durfte. Das heißt, sie konnten nicht einfach sagen, ah, das probieren wir jetzt aus und da schauen wir rein und hier das spielt der Siegesmund jetzt mal. Sondern es brauchte immer einen Indizierungsantrag von irgendeiner Behörde damals vorrangig noch. Oder zumindest von dafür zugelassenen oder zertifizierten Stellen. Zum Beispiel vom Familienministerium oder von irgendwelchen Schulämtern und dergleichen. Das heißt, die Einfallsroute waren meist besorgte Eltern, die irgendwas bei ihren Kindern gesehen haben. Dann haben sie das dem Schulleiter gemeldet. Der hat es ans Schulamt hoch verwiesen. Und irgendwann gab es dann bei der Bundesprüfstelle den Indizierungsantrag für dieses Spiel. Und das hatte zur Folge, dass das so lange dauerte, dass wir teilweise Spiele geprüft haben, die schon 2, 3 oder noch viel älter, noch viel Jahre mehr älter waren. Schöner Satz. Also ich hatte viel mit altem Käse zu tun. Oftmals waren da eben so Sachen dabei, wo ich sagen würde, das waren so quasi Zufallsfunde. Also eins meiner ersten Spiele war, glaube ich, Medal of Honor Underground. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt, also ich habe 2002 bei der BPJM da als Praktikant angefangen, war das schon 3 Jahre alt, glaube ich. Da hat kein Hahn mehr nachgekräht. Und da war ich so ein bisschen so, warum muss ich das jetzt spielen? Da gibt es doch viel krassere Sachen gerade. Aber das war dann eben der Job. Und oftmals war es dann auch so, dann hattest du irgendwo eine Behörde oder eine antragsberechtigte Stelle, die jetzt ein Spiel aus dieser Reihe entdeckt hat und dann merkt, ah, Moment, da gibt es noch viel mehr von. Okay, dann reichen wir jetzt auch noch das ein und das ein und das ein. Im Falle von Medal of Honor bedeutete das, wir prüften dann eines Tages auch ein Plakat zu Medal of Honor Rising Sun. Das war ja das, was im Pazifik-Szenario spielte mit dem Angriff auf Pearl Harbor. Da hatte EA ein Plakat gemacht mit der, also ein historisches Foto der USS Arizona, die ja im Hafen von Pearl Harbor gesunken ist, in so Schräglage und brennend und so. Und darüber hatten sie getextet, Aloha heißt auch auf Wiedersehen. Ich fand's ein bisschen witzig und es stimmt halt. Aloha heißt Hallo und Tschüss, so wie Ciao. Aber da war dann jemand der Meinung, ja, das ist ja kriegsverherrlichend. Und ich glaube, es ist dann nachher, das Plakat selbst ist dann nachher nicht indiziert worden. Aber EA Deutschland war auch vor Ort dann, weil jeweils die Gegenseite als sogenannter Verfahrensbeteiligter auch immer die Möglichkeit haben musste, dann eben vorzusprechen und zu sagen, nee, das ist ja nur ein Witz oder das ist alles ganz anders, wie Sie das hier sehen. Und da war eben auch jemand von EA Deutschland da und ich glaube, die haben dann einfach gesagt, ja, war vielleicht nicht so geil, wir rufen es wieder zurück. Ich habe es auch jetzt in der Recherche leider nicht mehr gefunden, aber ich glaube, ich hatte das damals dann und habe es in meiner Studentenbude gehabt, weil ich es schon ein bisschen cool fand. Es gab aber wirklich auch jede Menge absurde Spiele, die wir da getestet haben. Das bescheuertste war 8D War.
ich glaube, man findet auch das nicht mehr. Und ich dachte, okay, ich kenne 2D, ich kenne 3D, was ist denn mit der 8D? Ist es mit Geruch und Zeitreise oder was passiert da? Und es stellte sich raus, das war ein Spiel, das hatte ein Schüler der Klasse 8D seiner Schule im Informatikunterricht oder so selbst gebaut. Das waren halt Passfotos seiner Mitschülerinnen und Mitschüler und die fuhren so auf dem Bildschirm rum und du musstest die wie beim Moorhuhnschießen abschießen, also anklicken. Ich glaube, es gab sogar einen Knall dabei und irgendwie einen Blutspritzer oder was. Das war, naja, kein offensichtliches, offizielles, kaufbares Spiel, aber es war ein Spiel und damit wurde das von der Bundesprüfstelle eben überprüft. Und das muss man auch noch dazu sagen, das Prüfsystem bei der Bundesprüfstelle war und ich glaube ist auch immer so ein bisschen schräg. Die Idee ist, dass natürlich Fachfrauen und Männer sich dieses Mediums annehmen und das dann aber einem Prüfgremium vorstellen und das Prüfgremium entscheidet. Und dieses Prüfgremium setzt sich zusammen aus Teilen der Bevölkerung, also aus verschiedenen Berufsgruppen. Ich glaube, da waren also jedes Mal irgendwie, da waren Lehrer dabei, da waren Geistliche dabei, Pädagogen, Psychologen und das rotierte immer so ein bisschen durch. Ich glaube, man konnte sich auch freiwillig melden und sagen, ich wäre gerne im Pool, im Gutachter, nicht im Gutachterpool, sondern im Gremiumspool und dann war eben jeden Monat gab es dann eine Prüfung für die ganzen Medien, die sich da so angehäuft hatten und dann wurden die eben vorgeführt. Und das Gremium hat dann entschieden, ja, das kommt auf den Index und das nicht und das vielleicht. Beziehungsweise nein, es geht nur ja und nein. So, und mein Job war eben, diese Spiele zu präsentieren, diesem Gremium. Bin dann so angetreten und gesagt, hier sehen Sie 8D-War und das kann man jetzt hier machen. Und dann haben die da alle gesessen und genickt und sich Notizen gemacht und dann mal nachgefragt. Und am Ende haben sie dann, musste ich auch rausgehen, um dann irgendwie das Ergebnis nicht noch auf den letzten Metern zu beeinflussen. Dann haben sie gesagt, Daumen hoch oder Daumen runter. Und dann war das Spiel eben initiiert oder nicht. Und 8D-War, bei 8D-War habe ich zuerst noch gedacht, das könnt ihr nicht ernst nehmen, meinen. Und es haben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesprüfstelle auch gesagt, nee, das ist natürlich Quatsch. Aber wir nehmen es mal mit in die Sitzung und gucken, was passiert. Und da war dann, ich erinnere mich, da war dann tatsächlich eine war sie pensioniert, ich weiß es nicht, irgendeine Oberstudienrätin, schon ergraut und fortgeschrittenen Alters. Und die meinte, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Und ich dachte, oh Gott, viel hast du noch nicht gesehen, ne? Aber sie meinte, das ist ja Aufruf zum Mord. Das muss unbedingt auf dem Index. Und das ist dann auch allen Ernstes indiziert worden. Ich habe euch, wenn ich es hoffentlich nicht vergessen habe, auch den Link zu der Entscheidung von damals mal unter das Video gepackt. Kann man sich mal anschauen, ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Von so Quatschspielen mal abgesehen, war das aber schon ein geiler Job. Also ihr müsst bedenken, ich war ja damals noch Student und habe das dann nach dem Praktikum eben auch noch weitergemacht, weil die Bundesprüfstelle gesagt hat, nach diesen 4 Wochen Praktikum, oh, kannst du bitte bei uns bleiben? Denn wir brauchen dich. Wir brauchen die Expertise. Das hilft uns alles wahnsinnig viel. Und entsprechend haben die auch wahnsinnig viel bezahlt. Also für meine Verhältnisse, glaube ich, auch so gesehen auch bis heute noch. Ich glaube, da habe ich 40 Euro die Stunde oder so bekommen. Und das Ganze eben mit einem Dienstvertrag mit dem Bundesadler obendrauf. Das konnte mein Vater, wir erinnern uns, Ministerialdirigent beim Justizministerium, der konnte das gar nicht glauben, dass ich da also jetzt, der Daddeljunge, erstmals wirklich einen Arbeitsvertrag bekomme von einer Bundesbehörde fürs Computerspielen. Wir fanden es wahnsinnig lustig und wie gesagt, auch wahnsinnig gut bezahlt. Denn es gab halt niemanden in Deutschland, muss ich wahrscheinlich letztlich sagen, der das da konnte, was ich gemacht habe. Also, naja, gut, es gab schon viele, aber ich hatte halt Glück, dass ich mir diese Position da irgendwie selbst geschaffen hatte. Denn bis zu meiner Ankunft lief das so, dass die Publisher in der Regel ihre eigenen Vorspieler mitgebracht haben, die also irgendwo aus der Entwicklungsabteilung kamen oder so. Denn ich sagte ja schon, wenn so ein Spiel für die Indizierung beantragt war, dann durfte der jeweilige Publisher eben als Verfahrensbeteiligter dann auch hinkommen und vorsprechen. Oftmals haben die das nicht gemacht, weil es halt irgendwelche Trash-Games waren und da gab es entweder keinen Ansprechpartner oder die haben sich gar nicht erst die Mühe gemacht, dafür anzureisen. Also ich erinnere mich an
an Postal 2. Ja, das ist ja dieser mega schräge Shooter, der dann auch von Uwe Boll irgendwann mal verfilmt worden ist. Als Spiel wirklich Trash, weil du gar nichts machen musstest. Ich glaube, du musstest da irgendwie dann mal zur Bank gehen und da Geld abheben. Und dann hat das Spiel dich aber die ganze Zeit so gestresst, weil immer, wenn du dran warst, hat der Schalter zugemacht und du musstest an einen anderen Schalter gehen. Das heißt, du konntest nicht, kamst nie dran. Und es war alles daraufhin aufgebaut, dass man irgendwann Amok laufen sollte. Und das war natürlich indizierungswürdig. Es hatte aber auch so ein paar witzige Elemente. Zum Beispiel konnte man eine Katze nehmen und als Schalldämpfer auf so ein Gewehr vorne drauf tun. Only my weapon understands me. Und das waren halt so Sachen, die habe ich dem Prüfgremium dann eben präsentiert. Oder dass man halt auch Hunde anzünden konnte und dann konnte man die auspinkeln. Ich habe das dann halt alles so, das kann man machen und das kann man machen. Das ging so. Und ich weiß noch, wie ich den Hund angezündet und ausgepinkelt habe und die Frau Monsen-Engberding, die damalige Leiterin der Bundesprüfstelle, sagte, Herr Siegesmund, jetzt reicht es aber, ich habe auch einen Hund. Ja gut, also das hat schon große Freude gemacht. Und wie gesagt, der Bundesprüfstelle auch, den Publisher natürlich nicht, denn plötzlich gab es da jemanden, der sich mit den Spielen auskannte und die eben gewissenhaft auch demonstrieren konnte. Denn in der Vergangenheit, sagen wir mal, irgendwie bei Unreal Tournament oder sowas, wenn du dann einen Vorspieler hast, der sagt, also Kopftreffen ist super schwer, das geht eigentlich gar nicht. Und ja gut, wenn man den trifft, dann platzt er. Aber man kann den ja gar nicht treffen. So. Und insofern hatten die in der Vergangenheit wohl das eine oder andere Mal dann eben auch irgendwelche Gauner, die dann natürlich das Prüfergebnis beeinflusst haben. Jetzt hatten sie einen eigenen Gauner. Und das war schon witzig. Und das hat auch in der Branche, glaube ich, ein bisschen für Aufsehen gesorgt, weil die Bundesprüfstelle eben das gefürchtete Organ der ganzen Branche war. Denn es gab zwar schon die USK und die hat auch schon diese Stempel drauf gemacht auf die Spiele. Es war damals aber noch eine reine Empfehlung. Das heißt, da stand natürlich dann irgendwie ab 12 oder was drauf. Das konnte trotzdem jeder kaufen, weil das keine wirkliche rechtliche Bindung hatte. Aber der Index schon. Wenn ein Spiel auf dem Index war, dann war es halt weg vom Fenster, beziehungsweise unter der Ladentheke. Und damals die Computerspiele-Läden, die hatten tatsächlich dann hinter der Theke oder eben unter der Theke dann die Erwachsenenabteilung. Was auch zulässig war, dass wenn die so wirkliche Erwachsenen Dinge hatten, wie damals in Videotheken, wer kennt sie noch, welche Fadenvorhänge oder eine verwinkelte Tür und dahinter den ab 18 Bereich. Und da durftest du dann wiederum auch eben zum einen die Pornos, zum anderen die indizierten Spiele ausstellen, aber das hatte kaum wer. Und mit dem Vormarsch von Saturn und Mediamarkt als Hauptanlaufstelle für Computerspiele, die haben sich gar nicht die Mühe gemacht, indizierte Spiele irgendwo unter der Ladentheke zu verkaufen, weil die keine Ladentheke hatten. Also war damals wirklich Index eine große wirtschaftliche Bedrohung für jeden Publisher. Und deshalb bei den großen Spielen kamen die dann auch, die Publisher, mit ihren Vorspielern. Beziehungsweise einmal gab es noch einen Vorspieler, das war Hitman, der erste oder zweite. Da brachte Eidos einen mit. Ich bin schon reingegangen in die Prüfung und habe gesagt, das ist schon ein schweres Spiel. Also ich glaube, Kinder sind da eher frustriert von. Es ist also nichts wie Serious Sam mit rumballern und alles spratzt, sondern wenn man was verkackt in der Planung oder im Vorgehen, dann ist man relativ schnell tot. Durchballern, zumindest in dem ersten und zweiten Hitman, das klappte da noch nicht. Das heißt, ob der Appeal für Kinder so groß ist, glaube ich jetzt mal nicht. Und habe dann eine Mission, ich glaube die erste, ich glaube es war der erste Hitman, ich weiß auch noch wie es aussah, das ist eine. Du musstest in so eine Villa rein und da irgendeinen Mafia-Boss töten und konntest irgendwie als Blumenlieferant oder Pizzalieferant zur Seite reinfahren und so Geschichten. Und ich habe das eben versucht, aber wirklich, ich zeig mal, wie man das eigentlich spielt im Idealfall. Hab versucht, mich reinzuschleichen. Natürlich bringst du dann Leute um. Und nach der klassischen Definition des Killerspiels, was ja damals ein großes Thema war, ist natürlich Hitman das rein rassige Killerspiel, weil du einen Killer spielst. Aber ich habe dann, glaube ich, den Mafia-Boss auch gekillt, aber auf dem Weg raus ist irgendwas schiefgelaufen, habe Alarm ausgelöst, es gab große Schießerei und ich bin dann auch gestorben. Aber ich fand, als Demo war es halt genau richtig, weil man, ja, jetzt muss ich halt nochmal
muss das alles nochmal machen und an der Stelle muss ich eben aufpassen, dass ich dann halt die Flucht nicht noch verkacke. Und da kam dann halt der Vorspieler von Eidos an, ganz cocky und meinte, ja, jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das wirklich funktioniert. Und der ist dann noch viel früher gescheitert und dann auch zweimal und dann, nee, ich probiere es nochmal. Und dann hat auch die Leiterin gesagt, nee, lassen Sie es gut sein, wir haben das Spiel jetzt verstanden. Und ich glaube, das wurde dann auch nicht indiziert, weil es eben nicht so ein Ballerspiel war und der Appeal für Kinder dann wahrscheinlich nicht so groß, weil es zu frustrierend war. Und dann wieder der Gedanke dahinter war, naja, wenn wir es auf dem Index tun, wird das Spiel vielleicht noch mal sexier, weil, das ist verboten, jetzt kaufen wir uns das. Und dann ist das, glaube ich, nicht indiziert worden. Aber ich hatte halt nicht nur Ahnung von den Spielen, sondern oftmals auch von der Technik dahinter. Und das wurde oft auch relevant. Ich erinnere mich also, wie jemand von Rockstar Deutschland vorbeikam für GTA 3. Natürlich war das denen super wichtig, dass das Spiel nicht auf dem Index landet, denn GTA, wisst ihr selber, größte, möchte ich behaupten, Gaming-Marke der Welt. Eine große auf jeden Fall. So, und dann kam dann eben ein Kollege von Rockstar Deutschland und hat das vorgeführt. Und tatsächlich hatten sie sich auch sehr bemüht, dass die deutsche Version entsprechend entschärft war. Das heißt, du konntest, glaube ich, keine Prostituierten mehr überfahren. Du konntest keine Leute, die am Boden lagen, irgendwie noch schlagen. Die bluteten dann auch nicht mehr. Die Prostituierten ließen auch kein Geld fallen, wenn man sie tötete. Also Geschichten. In dem Moment erstmal wohl auch für den deutschen Markt ausreichend. Da hatte sich Rockstar natürlich auch schlau gemacht. Jetzt war das Problem bei der PlayStation 2 damals zumindest. Du konntest halt einfach auf der PlayStation 2 sagen, meine PlayStation ist Englisch. Und dann hattest du die englische Version. Denn der Datenträger hatte halt beide Fassungen drauf. Das heißt, es war überhaupt kein Hexenwerk, aus der brutalen, aus der entschärften deutschen Version die brutale englische zu machen. Und das war auch noch was, ich erinnere mich, das tat mir ein bisschen leid, denn auch den Kollegen von Rockstar Deutschland, mit dem hatte ich nachher noch 15 Jahre relativ viel zu tun, als ich dann auch bei der GameStar war. Der fiel ein bisschen aus allen Wolken, weil der sich natürlich in seiner Verteidigungsstrategie darauf eingestellt hatte, wir haben ja schon alles entschärft, es ist ja gar nicht mehr so schlimm. Und dann sitzt da so ein Typ und sagt, so, jetzt klicke ich hier und jetzt klicke ich da, jetzt meine CD rein, das Spiel jetzt, ja, guck mal hier, Prostituierte überfahren, blutet und da ist ihr Geld. You're an efficient killer. Der hat mir trotzdem nachher noch so eine riesen CD-Box mit der Musik zum Spiel geschenkt und mir seine Visitenkarte gegeben, die war aus Plastik, das weiß ich noch, so, Das ist ja geil, das ist eine geile Branche. Und die mussten dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie mussten hoch und heilig versprechen, dass sie das ausstellen, dass man das Spiel so leicht umstellen kann, denn ich glaube nicht, dass GTA 3 nach auf dem Index gelandet ist. Aber spätestens damit hatte ich halt auch so ein bisschen, habe ich einen Blip auf dem deutschen Gaming-Branchenradar verursacht. Als der Typ, der auf den man aufpassen muss, weil er sich mit Spielen und der Technik dahinter auskennt. Ich habe ja schon erzählt, das normale Vorgehen war, ich demonstriere das Spiel dem Gremium, das Gremium stellt im Zweifel Fragen, ich gehe raus, die entscheiden. Und damit war ich auch durch dann, denn die Indizierungsentscheidungen und die fachliche Begründung, die haben natürlich dann die Fachleute von der Bundesprüfstelle geschrieben. Irgendwann sagten die aber, sag mal, du kennst dich ja eh am besten mit dem Spiel aus. Du weißt doch eh, was inhaltlich drin passiert. Bevor du uns jetzt erklärst, was da passiert und warum man das wohl auf den Index setzen sollte, denn das Gremium hat nur im Groben gesagt, Daumen hoch, Daumen runter. Die Bundesprüfstelle hat sich dann ausgedacht, warum? Insbesondere damit auch da noch so ein bisschen auch bei einem wechselnden Gremium mit unterschiedlichen Meinungen und Ansichten eine durchgehende Spruchpraxis übrig bleibt. Und dann meinten die, ja, dann schreib du doch auch einfach gerade die Indizierungsentscheidungen dann. Wir nehmen das natürlich am Ende ab, wir gucken nochmal drüber, aber so den Grundtext, den kannst du doch schon mal schreiben und dann ist doch dann viel einfacher. Cut out the middleman. Also du bist ja der Middleman. Cutte dich mal out. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, dann diese Indizierungsentscheidung zu schreiben, die dann auch natürlich dann eben von der Vorsitzenden dann
gegengezeichnet und im Zweifel korrigiert worden. Aber die landeten dann so im Bundesanzeiger. Und ich weiß auch noch, wie Frau Mommsen-Engberding einmal bei Stern TV, glaube ich, war es, saß und über, da ging es auch um Gewalt in Computerspielen und sprach dann über die Indizierung von Command & Conquer Generals. Und da war ich auch beteiligt. Also ich habe die natürlich auch das natürlich auch vorgespielt. Und die deutsche Version ist ja auch stark zensiert worden dann. Ein Hauptgrund war eben die Kampagne der GLA, der Global Liberation Army. Das war eben die islamistische Fraktion im Spiel. Das war eben alles, wurde alles als kriegsverherrlichend eingestuft. In der deutschen Version gab es zum Beispiel dann die Selbstmordattentäter nicht mehr. Die liefen halt wirklich so kleine Männchen mit weißen Kutten und roten Dynamitstangen liefen halt in die Feinde und explodierten dann. In der deutschen Version waren es wie so kleine Autoschen, die sahen eher aus wie so Waschmaschinen mit einer Antenne oben drauf. Und auch aus der Kampagne sind mehrere Missionen rausgenommen worden, in denen es tatsächlich auch nur darum ging, mit einem giftsprühenden Traktor durch Städte zu fahren und Zivilisten umzubringen. Also das war schon nicht okay. Und ich kann mich eben erinnern, wie dann auch bei Stern TV meine Indizierungsentscheidung zitiert wurde, weil ich meinte, ja, das sei also der Tenor der Kampagne, auch bei den Amerikanern sei, töte sie alle, der Herrgott wird die Seinen schon erkennen. Ich glaube, das ist ein Spruch, den habe ich, der stammt irgendwo aus dem Mittelalter von irgendeinem katholischen Bischof, der auch die Ungläubigen einfach alle umbringen wollte, aber ich fand den ganz treffend. Und der wurde dann so zitiert, im Fernsehen zitiert. Und ich dachte, wer hat's geschrieben? Ich. Das war schon witzig. Gar nicht witzig indes war, dass es ja im April 2002 diesen furchtbaren Amoklauf in Erfurt gab, wo ein ehemaliger Schüler, glaube ich, 16 Menschen und sich selbst umgebracht hat. Und dieser Amoklauf hat diese ganze Killerspiel-Debatte eben nochmal hochkochen lassen, denn wenig überraschend hat der Täter zum Beispiel auch Counter-Strike gespielt. Und im Zuge dessen wurde dann eben eine Änderung des Jugendschutzgesetzes angeschoben, dass da eben der Jugendschutz besser funktionieren soll und dass nicht mehr dieses USK macht so ein bisschen Sticker drauf und ab und zu indiziert die Bundesprüfstelle mal was, sondern dass das irgendwie ein nachvollziehbares System hat, was auch Eltern bei der Auswahl von Computerspielen für ihre Kinder hilft. Und dieses neue Jugendschutzgesetz trat dann im April 2003 in Kraft. Und fortan war es so geregelt, dass die USK also verbindliche Prüfsiegel vergibt. Das heißt, wenn da draufsteht ab 12, dann darfst du es auch nur ab 12 verkaufen. Gerichtet an Mediamarkt, Saturn und so weiter. Und nicht mehr nur so eine Empfehlung wie vorher. Und die Nebenwirkung war, dass wenn ein Spiel von der USK geprüft worden ist, dadurch, dass das ja dann ein amtliches Siegel ist, die Bundesprüfstelle in Sachen Computerspielen raus ist. Es sei denn, ein Spiel ist eben nicht eingereicht worden bei der Prüfung, bei der USK-Prüfung. Oder die USK sagt, oh, das ist heikel, das ist nicht mal ab 18, das ist irgendwie mehr, das ist vielleicht gewaltverherrlichend, vielleicht jugendgefährdend. Da geben wir keinen Sticker drauf, da rufen wir die BPJM an, die mittlerweile eben BPJM hieß, also nicht mehr Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, sondern für jugendgefährdende Medien, was ja nur Sinn ergibt, denn Schriften hatten wir zu dem Zeitpunkt ja schon eine Weile hinter uns gelassen. Und dieses neue Jugendschutzgesetz führte natürlich zu Kompetenzgerangel zwischen USK und BPJM. Die USK hat gesagt, wir sind jetzt hier in den Neuen, wir haben hier zu bestimmen, BPJM, Schuschu. BPJM hat gesagt, ey, wir haben das schon immer gemacht, wir machen das auch noch weiter. Beziehungsweise ganz so krass war es natürlich nicht, aber man merkte schon, im Moment, gerade in der Übergangsphase, wollten die beide noch so ein bisschen sich beweisen, ein bisschen Hörner aneinander reiben. So, und just in dieser Zeit erschien dann ein für Ubisoft sehr wichtiges Spiel aus Deutschland von Crytek, Far Cry. Jetzt hatte Ubisoft die große Sorge, dass ihr Megaseller Far Cry jetzt genau unter die Räder kommen könnte, weil es dieses Kompetenzgerangel und dieses neue Jugendschutzgesetz gibt. Und deshalb riefen die Bundesprüfstelle an, sprich mich, und fragten, ja, was wäre denn, wenn Far Cry jetzt rauskäme, würdet ihr das dann noch indizieren? Und jetzt war aber das Problem, dass damals, wie vermutlich auch heute, die Bundesprüfstelle nur Sachen überprüfen konnte, die es schon gibt. Denn in dem Moment, wo
eine Bundesbehörde in den Entstehungsprozess eines Werkes, eines Kunstwerkes eingreift und sagt, ja, hier, das könnt ihr nicht machen, Kopfschüsse dürft ihr nicht, nackte Brüste dürft ihr nicht, ist das Zensur. Wenn aber was rauskommt und eine Bundesbehörde sagt, habt ihr schön gemacht, aber für Kinder ist es nichts, deshalb jetzt auf dem Index, es hat keine Zensur, sondern Jugendschutz. Und deshalb war dann, musste ich Ubisoft auch sagen, ich kann das Spiel nicht prüfen, wenn es noch nicht fertig ist, weil dann wäre es Zensur. Die USK kann das, weil die USK ja die Selbstkontrolle der Unterhaltungssoftwareindustrie ist. Das heißt, die gehört ja zu euch. Die kann Spiele in der Entwicklung anschauen und sagen, Kopfschüsse, Boobies, nein, wir dürfen es nicht. Und die sagen, ja, was haben wir denn da? Und dann meinte ich, ja gut, was ich machen kann, ihr habt ja schon die Demo zu Far Cry veröffentlicht. Das war das erste Level oder so. Vor Riesenfurore gesorgt, weil es natürlich geil aussah und technisch also wirklich das Beste in, auf dem Markt. Und dann kam das auch noch aus Deutschland, also großer Hype. Die Demo ist ja schon da. Ich kann die Demo prüfen, weil die ist ja fertig, die ist ja draußen, ein fertiges Medium, ist ja dann keine Zensur mehr. Und wenn ich mal jetzt davon ausgehe, dass die Demo, so wie sie ist, ja auch ein Teil des Gesamtspiels ist, dann ist es jetzt nicht so, dass wenn die Demo nicht indiziert ist, das Gesamtspiel dann safe ist. Aber wenn die Demo indiziert ist, dann ist automatisch auch das Gesamtspiel indiziert, denn da ist ja der indizierte Teil mit drin. Dann habe ich gesagt, okay, ja, versteh mal, mach mal bitte. Jetzt war aber dieses Mach mal bitte auch wieder nicht so einfach, denn auch das habe ich schon gesagt, die Bundesprüfstelle durfte ja nur auf Antrag tätig werden. Das heißt, ich konnte nicht einfach mal loslegen, sondern ich brauchte von irgendwo einen Antrag einer zugelassenen Behörde, die sagt, bitte schaut euch das mal an, ich glaube, das ist jugendgefährdend. Und Bundesprüfstelle und Bundesfamilienministerium waren damals in einem Haus, wenn ich mich nicht vertue. Also war es ein leichtes zu sagen, hallo, kannst du mal kurz einen Antrag schreiben? Spiel heißt Far Cry. Sag mal bitte, dass du denkst, dass es vielleicht jugendgefährdend ist, dann kann ich nämlich arbeiten. Und da hat das Familienministerium gesagt, ja, schreiben wir denn da rein in den Antrag? Denn in diesem Antrag musste halt immer drinstehen, wir sind der Meinung, dass jugendgefährdend, weil man auf Köpfe schießt oder weil die Schüler der 8D umgebracht werden oder sowas. Also irgendwas musst du halt reinschreiben. Ist ja scheißegal. Überprüft wird das ja nachher von der Bundesprüfstelle. Deshalb heißt die so. Dann habe ich gesagt, ja, schreibt das rein, was ihr immer reinschreibt. Ich sage, schreibt doch ständig irgendwas, weil geschossen wird, reicht doch. Ja, nee, kann ja immer das Gleiche schreiben. Was macht denn das Spiel aus? Oder, sag mal irgendein Beispiel. Ja, du kannst auf Leichen schießen. Also wenn die Leichen da rumliegen und du schießt auf die, da bewegen die sich noch. Also die haben so ein Ragdoll-System. Was? Ein Ragdoll-System. Also ist wie eine Lumpenpuppe. Wenn du auf die Leiche schießt, dann purzelt die immer noch so rum, obwohl sie schon tot ist. Achso. Ja gut, das schreiben wir rein. Also in den Beziehungsantrag, liebe Bundesprüfstelle, bitte tätig werden. Da sind wie? Leichen-Ragdolls. Da sind Leichen-Ragdolls drin. Okay, ich kriege einen Antrag, fange an zu testen, ich stelle das Spiel dem Prüfgremium vor und sage, guck mal hier, und man kann die Leichen erschießen und die bluten. Aber darum ging es eigentlich gar nicht. Du konntest halt ständig Leuten in den Kopf schießen und die bluten und alles explodiert und weiß gar nicht, ob Körperteile abgerissen wurden, aber es ist ein brutales Spiel. Und nach der bisherigen Spruchpraxis der Bundesprüfstelle und ihrer Gremien war völlig klar, dass das Spiel in so ein Spiel, bei dem man auf Köpfe schießt und Leute bluten und zucken und alles und dann sieht das auch noch so realistisch aus, dass das auf dem Index landet. Insofern hat dann das Prüfgremium gesagt, ja, Demo Far Cry indiziert. Jetzt muss man dazu sagen, Ubisoft hat natürlich diesen Indizierungsantrag auch bekommen. Ich habe ja schon erklärt, ein Verfahrensbeteiligter. Das heißt, irgendwann im Mittelteil hat jemand auch den Antrag vom Familienministerium bekommen. Wir denken, Far Cry Demo ist jugendgefährdend, weil da Leichen-Ragdolls drin sind. Ich gesagt, aha, sind zur USK gegangen, haben gesagt, hier, das wird indiziert, weil Leichen-Ragdolls drin sind. Wir haben jetzt aber die Leichen-Ragdolls in der deutschen Version rausgemacht. Damit sind wir ja safe. Und jetzt weiß ich bis heute nicht, ob entweder Ubisoft gegaunert hat
und behauptet hat, das ist ja der Grund. Nur deshalb ist es vielleicht jugendgefährdend. Aber wie gesagt, das war, was soll ich denn da reinschreiben? Oder ob die USK gegaunert hat und gesagt hat, den Schinken nehmen wir euch mal schön vom Brot. Wir machen da jetzt ein Siegel drauf. Und da könnt ihr mal gucken, wo er bleibt mit eurem blöden Index. In jedem Fall hat die USK dann gesagt, ach so, ja, wenn da jetzt keine Leichen-Ragdolls mehr drin sind in der fertigen Version, dann ist ja alles gut. Und hat dem fertigen Spiel Far Cry dann eine 16 oder 18, wahrscheinlich 18er Freigabe gegeben. Und wie gesagt, USK-Siegel ab 18 heißt, Bundesprüfstelle ist raus. Jetzt gab es aber beides gleichzeitig. Es gab es gleichzeitig eine Indizierung von Far Cry, der Demo und damit auch des Gesamtspiels, weil die Demo ja im Gesamtspiel mit drin ist. Und gleichzeitig ein USK-Siegel für dieses Spiel. Machen wir da. Da war jetzt aber blöderweise die Rechtslage relativ klar. Naja, wenn das auf dem Index ist, dann könnt ihr da jetzt nicht noch eine ab 18 draufkleben. Also da schlägt jetzt wirklich mal die Bundesbehörde die USK. Hättet ihr euch halt besser absprechen müssen. Denn ich war selber auch etwas irritiert. Ich habe Ubisoft Bescheid gesagt, ja, tut mir leid, Demo ist indiziert. Und die beiden sagen, nee, ist ja gar kein Problem. Wir haben ja die Indizierungsgründe, die haben wir ja schon entfernt. Und ich dachte, wie kann das sein? Ich bin gerade erst aus der Prüfung rausgekommen. Ich weiß die Gründe noch gar nicht. Ich habe sie ja noch gar nicht geschrieben. Wie könnt ihr die schon rausgenommen haben? Und wie gesagt, entweder war es gegaunert oder ein Missverständnis in der Kürze der Zeit, denn das Spiel sollte ja rauskommen. So, jetzt hatten wir also faktisch eine Indizierung für Far Cry. Das war für viele Leute ein Problem. Nicht nur für Ubisoft. Denn dann klingelte mein Telefon. Da war dran ein gewisser Jörg Langer aus München, Chefredakteur der GameStar. Und er sagte, was mache ich denn jetzt? Ich habe hier 15 Seiten Titelstory zu Far Cry. Jetzt ist das auf dem Index. Und das ist schon auf dem Weg in die Druckerei. Ich muss das alles schwarz machen. Also nicht an der Steuer vorbei, sondern wenn das auf dem Index ist, darf ich sie nicht mehr bewerben. Wir müssen alle Hefte aufessen. Was machen wir denn da jetzt? So, da mussten wir wild nachdenken. Und es begab sich, dass das schwer Donnerstag war. Wie gesagt, Bundesprüfstelle in Bonn. Da ist Karneval. Und da kam an diesem schwer Donnerstag kam der Bonner Karnevalsprinz. Und ich hatte in der Zeit Jörg Langer am Telefon. Und der Karnevalsprinz kommt rein mit seinem Gefolge in die Behörde. Mit Pauken und Trompeten im wahrsten Sinne des Wortes. Und eine Kollegin kommt rein und sagt, Herr Siegesmund, lehnen Sie auf, Prinz könnt. Und ich habe ja den Herrn Langer aus München am Telefon. Der verzweifelt gerade, weil er, wenn das so weitergeht, seine komplette 340.000er Auflage der neuen GameStar aufessen muss. Ich kann jetzt kurz nicht einen Prinz gucken. Es tut mir leid. Also alle mega abgefuckt. Auch die USK, auch die BPJM, auch Ubisoft. Alle. Und Jörg Langer. Und den wollte man nicht abfacken, aber erzähl ich nächstes Mal drüber. Also, was haben wir gemacht? Wir haben dann die Köpfe zusammengesteckt, also nachdem der Prinz weg war, und haben gesagt, okay, also Far Cry ist indiziert. Es geht nur, wenn wir kriegen die Kuh nur vom Eis, wenn das, was die USK geprüft hat, nicht Far Cry ist, sondern was anderes. Und dann musste halt die deutsche Version von Far Cry explizit Far Cry, Klammer auf, Deutsch, Klammer zu heißen, damit klar ist, Far Cry, Klammer auf, Deutsch, Klammer zu, hat eine USK 18er Freigabe und darf frei verkauft werden. Far Cry, die englische Version, ist auf dem Index, dürfte nur unterm Ladentisch kaufen. Und damit war dann auch die GameStar gesaved, denn die mussten dann nur mit einer Zeile klarstellen, dass der Artikel, den sie vor einer Woche noch hätten wegschmeißen müssen, sich ja rein auf die deutsche Version bezieht. Und wegen dieser ganzen Geschichte hält sich bis heute das Gerücht, oder sagen wir mal, mittlerweile ist es einfach schon wieder Fakt, dass Leichen-Ragdolls irgendwie besonders jugendgefährdend seien. Und jeder Publisher in Deutschland sorgt dafür, dass in seinem Spiel die Leichen nicht mehr ragdollen. Wegen dieser Geschichte. Ich habe
Geschichte beeinflusst. Ist geil eigentlich. Spätestens mit der Geschichte hatte also auch die GameStar mich, wenn nicht auf dem Radar, dann zumindest schon mal von mir gehört und mit mir telefoniert. Und ich war auch damals tatsächlich ein, zwei Mal bei Giga in Düsseldorf, also in dem alten Fernseh-Giga Düsseldorf zu Besuch und habe da über Jugendschutzgeschichten und Computerspiele geredet, weil ich halt möchte behaupten, halt der Mensch war, der damals halt sich in dem Bereich auskennte und an dem auch erstmal, also bis zu der Novelle des Jugendschutzgesetzes, eigentlich 2 Jahre lang, also sprich von 2002 ab, als ich da angefangen habe, alles vorbeikam. Und das war schon eine spannende Geschichte. Und irgendwann wurde ich dann auch mal von EA, ihr erinnert euch, ne, Generals, die ganzen Medal of Honors und so, von EA mal eingeladen in ihre Base da in Köln. War damals noch woanders, als sie jetzt sind, aber die haben gesagt, ja, komm mal vorbei. Und ich dachte, ja, fragen jetzt halt einen Mitarbeiter der BPJM, ob er mal auf einen Kaffee vorbeikommen soll. Wahrscheinlich so ein bisschen socializen, vielleicht bei der nächsten Entscheidung kennt man sich schon, vielleicht hier noch ein bisschen CD-Paket. Keine Ahnung, dachte, ja, cool, ich interessiere mich ja eh für die Branche und ich gehe mal hin. Aber ich bin fest davon ausgegangen, dass es um mich als Mitarbeiter der BPJM geht. Bin ich vom damaligen Geschäftsführer tatsächlich auch empfangen worden. Das war sehr nett. Und der führte mich gleich rum und sagte, und hier ist unsere Sims-Abteilung und da hinten ist FIFA und ist das schon Battlefield? Ja, da, wahrscheinlich so, aber die saßen natürlich nicht in Köln. Führte mich so rum und meinte auch so, ich habe dann später auch noch einen Termin für sie gemacht bei unserem Europachef. Der kam auch aus Deutschland. Okay, hallo. Habt ihr da alle kennengelernt, den Herrn Intat und den Herrn Truvin. Und das waren halt die Big Honchos in der deutschen Gaming-Industrie damals. Und plötzlich saß ich bei denen mal auf dem Kaffee und dann fragte mich der Dr. Intat irgendwann, oder war es Truvin, oder waren es beide, weiß ich. Sagen Sie mal, wie lange studieren Sie denn noch? Wollen Sie hier nicht anfangen? Und ich meine, ja, da war ich irgendwo, also ich war schon im Repetitorium, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, aber im Jurastudium. Das Jurastudium ist so beschissen, dass du, weil du über Jahre lang was lernst, hast keine Zwischenprüfungen, aber am Ende im Examen musst du alles wissen. Du hast ein Examen und danach hast du noch das zweite Examen, aber in diesem ersten Examen musst du alles wissen. Strafrecht, öffentliches Recht, alles. Und du kannst nichts vorher schon abladen, sondern musst alles wissen. Und deshalb war es damals so, heute wahrscheinlich auch noch, dass man private Repetitorien bezahlt hat. Also Privatdozenten, die dir in einem Jahr, vielleicht auch in zweien, nochmal den ganzen Stoff deines Studiums durchgepaukt haben und mit Fokus darauf, was wirst du hoffentlich, vielleicht, wahrscheinlich im Examen brauchen. Und ich glaube, ich war schon in meiner zweiten Runde Repetitorium, weil erste so, war ich auch wieder nicht so richtig, auch wieder zu viel gezockt. Also musste ich sagen, ja, ich bin eigentlich schon im Repetitorium, aber das erste Examen, das wird sicherlich noch ein Jahr dauern und dann das zweite Jahr dann auch nochmal 2 Jahre. Und ja, schade, ja, wir bräuchten jetzt einen in der Rechtsabteilung hier bei EA Deutschland. Schade, geh erstmal wieder nach Hause, sag Bescheid, wenn du fertig bist. Bin ich nach Hause gefahren, dachte ich, Mann, ey, was ein Kack. Aber zu merken, dass ich schon irgendwie einen Marktwert hatte, das war natürlich geil. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dann habe ich den beiden nochmal geschrieben und gesagt, eben, also schlauer werde ich nicht mehr. Ich werde eher dümmer. Habt ihr nicht jetzt schon eine Stelle für mich? Ich kann gleich sofort anfangen. Also, ich hätte dafür tatsächlich dann auch mein Studium geschmissen. Ich kann sofort anfangen. Nee, also, ja, bist ein geiler Typ, aber nicht wieder so geil. Die haben gesagt, wir brauchen halt jemanden in der Rechtsabteilung. Und deshalb, das ist schade. Ich habe dann aber auch nicht so nachgebohrt. Wahrscheinlich hätte ich auch nur gesagt, ja, gib mir Marketing, gib mir PR, gib mir irgendwas. Aber habe ich gesagt, okay, nee. Aber die haben ganz nett abgesagt. Und ich merkte eben, okay, ich kann zwar irgendwie nichts, also ich habe nicht zu Ende studiert, und aber irgendwie finden die Leute mich schon okay. Und ich könnte vielleicht irgendwo anfangen zu arbeiten. Und da begab es sich, dass GameStar einlud zum Spiel des Jahres. Das haben sie, glaube ich, bis
auch noch in meine Zeit, und eine ganze Weile gab es das immer noch, so Preis verliehen, ne? Preisverleihung, Spiel des Jahres, oder ja, die GameStar Awards, so hieß es. Jahre später sollte ich die mal zusammen mit Nino Kerl moderieren, aber das wusste ich da natürlich nicht. Eingeladen worden zu diesen GameStar Awards, beziehungsweise eigentlich ist die Vorsitzende der Bundesprüfstelle eingeladen worden, aber die hatte keine Lust. Da meinte ich, oh, kann ich? Damals der Referendar an der Bundesprüfstelle, also der schon ein Examen weiter war, auch Jurist, hat gesagt, oh, dann ja, fahren wir da zusammen hin. Dann sind wir zusammen nach München gefahren, zu den Spiel des Jahres oder GameStar Awards oder wie auch immer sie dann damals hießen, haben uns ein kleines, popliges Zimmer geteilt und sind dann auf diese GameStar Awards gefahren. Und ich kannte natürlich niemanden so. Ich kannte irgendwie, ne, den einen von EA, den anderen von Rockstar und so. Ich hab's irgendwann schon mal zugegeben, ich hatte GameStar gar nicht gelesen. Ich kannte also auch nicht die Redakteure von der GameStar, aber ich kannte Leute von Giga. Und als ich also in diesen großen Saal reinkam, in München, alles sehr festlich, habe ich mir umguckt, setze ich mich hin. Der ist doch, wie heißt da? Timothée. Nee, Etienne von Giga. Da setze ich mich hin. Setzte mich da hin. Das war dann diese ganze Crew. Setzte mich neben einen gewissen Stefan Bode, der sich als Pepper vorstellte. Pepper, nimm's mir nicht übel, ich komme immer durcheinander. Chef vom Dienst war damals, also der diesen ganzen Hühnerhaufen zusammengehalten hat. Und wir kamen irgendwie ins Gespräch über Sinnlos im Weltraum, wenn ihr das noch kennt, ne? Moil, Schizzer. Hallo, Captain. Ja, Alte. Und irgendwie hatten die das gesehen, ich hatte das gesehen. Nach dem ersten, zweiten Wein waren wir da gleich en par und haben uns sehr gut verstanden. Haben, glaube ich, gar nichts von dieser Veranstaltung letztlich mitbekommen. Ich habe später dann auch Rotwein und Weißwein durcheinander getrunken. Also nicht aus zwei verschiedenen Gläsern. Es ist ein bisschen eskaliert. Ich habe Etienne später noch gezeigt, dass ich Kung-Fu kann, weil er meinte, er könnte Judo. Wir haben gemerkt, mein Kung-Fu ist viel stärker als sein Judo. Und dann sind wir da noch irgendwie mit Taxen durch das nächtliche München getingelt. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Ich bin irgendwie ausfällig geworden gegenüber dem Türsteher vom P1. Also sind wir wohl nicht ins P1 reingekommen, aber landeten nachher in so einer anderen Bar an der Münchner Freiheit. Und dann habe ich mir da überlegt, kotze ich jetzt oder warte ich bis Hotel? Ich habe dann noch bis Hotel gewartet. Das war alles schlimm, zumal eben der Kollege von der BPJM ja auch noch dabei war, aber nicht in dieser Runde, sondern ich glaube, der war dann schon im Hotelzimmer, als ich da reintorkelte. Das war alles, und der ist jetzt hochdekorierter Medienanwalt in Hamburg. Ich habe trotzdem ins Waschbecken kotzen müssen, aber gut, so habe ich da Leute kennengelernt, und der Pepper schrieb mich am nächsten Tag auf dem Handy an, ruf mich an, du versoffenes Stück. Und so begab es sich, dass ich dann tatsächlich ein Casting bei Giga machte. Wir kommen so langsam, kommen wir Richtung GameStar, keine Sorge, ich weiß nicht, wie lang das Video noch geht, aber es ist nicht mehr lang. War also bei einem Casting bei Giga von Pepper angeleitet oder angekurbelt vielmehr. Ich glaube, George Zahl hat damals dann Aufnahmeleitung gemacht. Der war also auch da. Also alle so Urgesteine. Ne? Ist ja 20 Jahre her. Es war im Anfang 2004 irgendwann. Und das hätte mir richtig Spaß gemacht. Bei Giga vor Kameras rumzualbern, hätte mir richtig Spaß gemacht. Dann hat aber Giga ewig lang gebraucht, um irgendwie mir Feedback zu geben auf dieses Casting. Ich weiß auch nicht, ob es so gut war, ehrlich gesagt. Oder ob sie dann gesagt haben, nee, der taucht nichts. Ich war ja vorher schon zwei, drei Mal bei denen in der Sendung, aber irgendwie kam da nichts. Und da war ich schon ein bisschen traurig, weil das konnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dann rief mich eines Tages der Pepper an, immer Pepper, also wirklich Pepper, der Weichensteller in meiner Karriere. Und sagte, hier, weißt du was? Kennst du GameStar? Da waren wir doch mal. Die suchen jetzt Trainees. Und ich habe mich da mal beworben, meinte Pepper. Und ich, ach so, ich habe noch nie irgendwas geschrieben. Meinst du? Kann das? Ja, mach! Klar!
mach. Dann habe ich gemacht und hatte aber halt keine Grundlage dafür. Das Einzige, was ich jemals geschrieben hatte, waren diese dusseligen Indizierungsentscheidungen mit hier, führte sie alle, der Herrgott wird die Seiten schon erkennen. Und das war natürlich, es war nicht große Poesie und es war natürlich viel Amts- und Juristendeutsch drin. Aber mein Anschreiben bei der Bewerbung war wohl recht schmissig. Ich hatte wohl eine flotte Schreibe. Auf jeden Fall schrieb mich gleich, hab das hinge-emailt, rief mich gleich am nächsten Tag das Vorzimmer von Jörg Langer an, wann ich vorbeikommen könnte für ein Vorstellungsgespräch. Okay. Und dann begab es sich, dass irgendwie 2-3 Wochen später die Bundesprüfstelle ihre Jahrestagung irgendwo in Bayern hatte, wo ich auch was zu sagen hatte. Also habe ich gesagt, ja, ich bin dann eh schon fast da. Ich kann dann und dann mal vorbeikommen. Und dann weiß ich auch noch, wie ich an dem Abend bei der Jahrestagung da saß und mit BPJM-Kollegen sprach und einer meinte, nee. Der Tenor war, nee, mach das nicht. Jurastudium ist was Gescheites und hier so komisch bei so einem Spielemagazin. Nee, mach man nicht. Bin aber hingefahren und ich dachte, nee, ich will ja in dieser Branche irgendwann mal arbeiten. Vielleicht, wenn die jetzt, je nachdem, was die sagen, also EA fand mich auch schon ganz okay. Und da haben wir dann ein lustiges Vorstellungsgespräch gehabt. Nee, wisst ihr was? Das erzähle ich beim nächsten Mal. Das war also die erste Folge 20 Jahre verspielt. Ich habe keine Ahnung, wie viele da noch kommen. Aber wenn ihr seht, wie lange ich jetzt über die Nullerjahre schon gesprochen habe, da hat sich ganz schön was angestaut. Nächstes Mal geht es also darum, wie bin ich bei der GameStar reingekommen? Wie war das erste Jahr? Und da ist auch schon wieder einiges passiert. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei wäret. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, holt euch ein Abo. Und wenn ihr Fragen an mich habt, entweder über diese ganze BPJM-Geschichte oder vielleicht auch schon in Zukunft, dann kann ich die vielleicht schon in zukünftige Folgen mit einbauen. Haut sie in die Kommentare. Sagt mir, was ihr hiervon haltet. Ist es zu lang? Sollte das eher ein Podcast sein? Ist es alles fein? Ich freue mich über euer Feedback und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut. Ciao.